Ja, herzlich willkommen hier in den Artiflare Studios in Larnaca zu einer weiteren Ausgabe der Serie Zypern Unternehmerporträts. Wir interviewen erfolgreich ausgewanderte Unternehmer hier auf Zypern. Heute haben wir Carina und den Günther mit dabei. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. Ja, so Zypern ist eine kleine Insel, aber ihr kommt aus einer Ecke, wo man ein bisschen fährt. Stellt euch ganz kurz mal vor, wer ihr beide seid. Vielen Dank, lieber Stefan, für die Einladung. Also, dass du uns auch die Möglichkeit gibst, uns und unseren Bioladen des TCs, Plant-Based Grocery, vorzustellen. Das freut uns sehr. Mein Name ist Günther. Ich bin hierher nach Zypern ausgewandert, im September 2020 war das. Und das mit dem Bioladen, das hat sich dann so ergeben. Wir leben ja alle vegan, also wir und unsere Freunde. Und in Polis, also in unserer Wahlheimat jetzt hier in Polis, gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten, an Bioprodukte ranzukommen. Und somit ist die Idee entstanden, eben auch von Freunden, uns da selber zu versorgen. Und das haben wir dann eben so genutzt, die Lücke haben wir eben genutzt und haben uns dafür entschieden, dann den Laden aufzumachen. Und da freut es uns eben auch, dass wir die Kunden bedienen können, und wir sind da richtig mit dem Laden gewachsen. Also das macht richtig Spaß, da die Kunden mit Rat und Tat beiseite zu stehen. Ja, ich bin die Carina und ich bin Ende 2019 ausgewandert. Und ja, ich bin einfach mega dankbar, weil mit unserem Laden können wir jetzt nicht nur uns und unsere Freunde, unsere Familie versorgen, sondern wir können alle Auswanderer, die jetzt auf Zypern sind, mit Bio-Lebensmitteln versorgen. Wir sind halt plant-based, also mit veganen Lebensmitteln. Und ja, es ist einfach schön, da das gewährleisten zu können, dass jetzt die Leute versorgt sind, weil ich weiß nur, wo ich ankommen bin 2019. Dann habe ich Sachen gesucht, die eigentlich schon gewohnt war von Österreich. Und da haben wir gedacht, ja, das gibt's ja nicht, dass das da nicht gibt. Und mein Bruder war Gott sei Dank schon auf der Insel. Und der hat dann schon sagen können, ja, geh mal dahin, schau mal da. Und wir waren am Anfang eben in der Ecke Larnaca. Und dann habe ich immer wieder was gefunden, was ich halt gewohnt war. Aber manche Dinge haben sich auch schon sehr schwierig gestaltet. Und manches hat es gar nicht gegeben und dann schon gar nicht in die Mengen, wo wir es jetzt gebraucht hätten. Ja, und jetzt sind wir halt selber dafür zuständig, dass wir halt schauen, dass wir die Sachen einfach besorgen dürfen für uns, für unsere Kunden, Kundenwünsche einfach bedienen auch, und genau. Schön, und das mit den Kundenwünschen funktioniert fantastisch. Durfte ich schon öfters ausprobieren, ja, also ganz, ganz herzlichen Dank auch, ja, also das ist einfach klasse, ja, ich schicke irgendein Bild rüber, ja, und ihr kümmert euch drum, das ist einfach sensationell, ja, und ja, Bioladen hier auf Zypern, es gab vorher schon Bioläden, ja, so, aber ihr füllt schon ganz kleine Lücke. Wie setzt sich eure Kundschaft zusammen? Aus welchen Bereichen? Sind es nur Deutsche oder wie setzt sich das zusammen? Unsere Kundschaft ist eigentlich multikulturell. Wir haben Österreich-Deutsch, also deutschsprachige, Schweizer auch da, Engländer sind viele, Franzosen haben wir auch als Kundschaft, russische, ja, Kunden haben wir da und ab und zu mal zypriotische. Die verirren sich dann. Ist halt ein bisschen was Extravagantes, denke ich mal. Also A, haben die Zyprioten ja viel Gemüse und Obst selber, was sie halt anbauen. Und B ist halt so, die Ernährung wird halt noch ziemlich Fleisch gegessen. Also das ist eben da so auf Zypern gängig. Ja, und wir haben eben unseren Laden so aufgemacht und wir haben eine exklusive Auswahl an Produkten, und das freut uns sehr, dass wir vielleicht hier auch ein paar vorstellen können. Okay. Und das ist eben das Schöne, also wir können die Kunden entsprechend bedienen, sie sind von allen Kontinenten oder von vielen Ländern, und wenn ein Kunde eben reinkommt und sagt, er hat dann einen Wunsch, er kennt es von zu Hause, ob wir da die Möglichkeit haben, das herzukriegen, dann versuchen wir natürlich unser Bestes, ja, und in der Regel klappt es auch ganz gut, und das merkt man dann auch an den zufriedenen und glücklichen Kunden.
Ich kann schon mal so viel verraten, ihr verschickt inselweit, also man muss nicht unbedingt immer fahren, ja, also natürlich ist ein Besuch bei euch erste Mal Pflicht, ja, aber ihr verschickt dann inselweit auch, ne? Lass uns noch so ein bisschen über eure Auswanderung sprechen, wir gehen dann nachher nochmal auf die Produkte ein auch und ein bisschen tiefer. Warum habt ihr euch ausgerechnet für Zypern entschieden und nicht für irgendeine andere Destination, wo man hätte auch auswandern können? Ja, also zum einen war es natürlich so, dass von uns Freunde und Familienmitglieder schon da waren auf der Insel, das hat das natürlich nur begünstigt, dass wir sagen, okay, ja, Zypern. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe immer schon den Traum gehabt, ich wollte am Meer wohnen. Also ich komme aus Tirol, aus den Bergen und das Meer, ich meine, ja klar, nach Italien ist man bald einmal am Meer, aber es ist halt doch was anderes, dort zu wohnen. Und diesen Traum habe ich mir dann halt erfüllt und bin ausgewandert auf Zypern, weil Sonne, Meer, das ist das, was ich wollte. Und jetzt bin ich halt seit Ende 2019 da. Und ich habe es eigentlich noch nie bereut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte einen guten Job in Deutschland bei einer großen Firma, die eben Roboter herstellt. Und ja, das hätte ich nur 15 Jahre machen dürfen, ja, bis zu meiner Rente. Und ich dachte mir irgendwie, das war es noch nicht in meinem Leben. Also ich wollte nur eine Herausforderung und wollte mich eben persönlich entwickeln. Und deswegen bin ich nach Zypern gekommen, auch wegen Familie. Also war schon Teil von meiner Familie da. Und das war der Anstoß eigentlich für das Ganze. Und das mit dem Bioladen hat sich eben dann so ergeben. Also das war ein schönes i-Tüpfelchen. Gab es irgendwelche wichtigen Standortvorteile, die ja, ihr mit Zypern verbindet, wo ihr gesagt habt, okay, das passt und das ist stimmig und genau hier. Du sagtest, ihr habt euch Lanaka vorher mal angeschaut, ja? Was ich halt sagen kann, in Tirol gibt es halt Berge. Das ist nun mal so. Ich bin mein Leben lang in den Bergen gewesen. Und in Lanaka ist halt jetzt nicht wirklich so viel Gebirge da. Und es ist halt einfach in der Ecke, wo wir sind, Polis Area, da ist das Akamas Gebirge und du schaust halt einfach auf die Berge raus und du kannst aber gleichzeitig auf der anderen Seite aufs Meer runterschauen. Und das ist halt einfach voll die schöne Gegend für uns. Und es fühlt sich auch einfach auch schön an, dort zu sein. Also ich bin jetzt nicht mehr so der Großstadtmensch, ich habe eine Zeit lang in Rom gewohnt, also da war ich nach meiner Ausbildung als Au-pair dort. Und da war ich mitten in der Großstadt und also das ist jetzt eigentlich nicht mehr das, was ich jetzt unbedingt brauche. Deswegen ist es schön gewesen, dass wir dann in die Richtung Polis-Gegend gezogen sind. Ja. Also bei mir war es eben auch, wie gesagt, mit der Familie, die schon da war und das war der Anstoß. Ich bin eigentlich weltweit unterwegs gewesen mit der Firma. Also ich war in Amerika, ich war auch in Indien, also ziemlich weltweit. Und da war es eben so, dass mir es egal ist, also ich habe jetzt keinen Bezug, ich muss nicht unbedingt in Deutschland bleiben, also ich kann überall auch sein auf der Welt, es ist überall schön und es ist wirklich ein schöner Fleck, wie die Carina schon gesagt hat, das Akamas-Gebirge da und Laci hat sich jetzt zu einer schönen Ortschaft entwickelt, das ist ja auch schon ein bisschen größer geworden, ja. Und von daher ist es eine wunderschöne Ecke, es ist auch schön ruhig und ja, alles da, Berge, ein Stausee, das Meer und wir gehen halt gerne im Meer baden und da ist eben nur in Paphos, also das ist eine halbe Stunde und mehr weg von Polis, da es eben da nur diese Biomärkte gab für uns, um uns eben zu versorgen, haben wir eben gesagt, okay, dann müssen wir da was aufmachen in Polis. Und es war halt eine schöne Lücke, die uns da aufgemacht wurde. Mutiger Schritt, also wo ich das erste Mal gehört habe, ich sage, wow, ja, so, weil ist natürlich sehr stark touristisch geprägt, ja, von April bis Oktober, ja, aber es baut sich ja auch ein Stammkundenklientel auf, wie ihr das gerade schon gesagt habt, ja, so, wer euren Laden kennt und euren Service auch schätzt, ja, der kommt immer wieder, ja, und weiß, was er an euch hat, ne, und ist halt nicht touristisch abhängig, ne. Gab es irgendwelche Sprachbarrieren bisher, wo ihr sagt, im Herzen sprechen wir ja eh alle die gleiche Sprache. Und hier ist es so gängig, dass alle Englisch reden können. Es haben sich ab und zu mal Zyprioten verirrt bei uns, die nicht so gut Englisch gesprochen haben. Also, ja, aber dann hat man eben erklärt mit Händen, Füßen und auch teilweise mit Übersetzer. Und das hat dann schon funktioniert. Also war schon gut. Aber wir können gut Englisch und das ist hier eben, es war ja mal eine englische Kolonie. Und von daher ist es hier gang und gäbe, also gab es eigentlich kein großes Problem. Was war nochmal der erste Impuls? Wie habt ihr Zypern entdeckt? Das waren Freunde oder die ihr dann besucht habt im Urlaub oder wie ist es gekommen? Also ich muss dazu sagen, ich war schon mal auf Zypern davor im Urlaub, aber nicht mit keinstem Gedanken jetzt da leben zu wollen oder
mir das irgendwie vorstellen zu können. Also wir haben halt einmal eine Woche Urlaub da gemacht und das war halt, ich glaube, 2 Jahre dann, bevor ich ausgewandert bin. Aber auf das wäre doch eh nie gekommen, dass ich dann irgendwann da lebe. Also wir haben uns schon die Insel angeschaut, also Ayia Napa, Paphos und Larnaca. Aber ja, also das hätte ich mir nie vorstellen können. Und es ist halt einfach so, meine Familie, mein Bruder war schon da mit seiner Familie und dann ist es halt, wenn ich sage, ja, ich wollte gerne am Meer wohnen, dann ist es halt einfacher, wohin zu gehen, wo man halt schon jemanden kennt, als jetzt, ja, irgendwo hinzugehen, wo man niemanden kennt und alles komplett allein dann aufbauen darf. Das war im November 2019, da bin ich auch mal hergekommen für eine Woche und das war hier in Pavolia. Larnaca-Region. Genau, also gegen Larnaca. Und da waren wir eben eine Woche da, auch die Kinder besucht und Enkelkinder damals. Und ja, das war eben eine Zeit, wo man dann gedacht hat, ja, eigentlich ist es schon schön hier, man kann sich ein Leben hier schon gut vorstellen. Und ja, das war so der Anreiz und das hat uns dann eben den Anschluss gegeben. Ja, war schon schön. Gab es irgendwelche Herausforderungen, die ihr bisher hier meistern durftet? Speziell vielleicht als Bioladen oder generell als Unternehmer, was gab es da für Challenges, die ihr gemeistert habt? Zuerst mal eine Location zu suchen in Polis für einen Laden, den wir uns so vorstellen konnten. Wir wussten ja nicht, wie das Sortiment wird, wie viel wir brauchen. Also die Größe war uns noch nicht so ganz klar. Wir haben dann den Laden gefunden. Dann Regale, also ich habe die Regale dann alles selber gebaut, weil es war halt schwierig. Für einen Bioladen wollten wir keine Blechregale irgendwie reinbauen. Wir wollten da eben schon Holz und eben naturverbunden und dann kurzerhand halt schnell mal die Regale aufgebaut. Ich hatte das vorher noch nie gemacht, also das war auch das erste Mal. Und dann geht es halt auch darum, das ganze Equipment und das Sortiment zu finden. Und ja, das war schon eine riesen Herausforderung. Fürs erste Mal. Meine Herausforderung war die, herauszufinden, wo wir dann die Produkte beziehen können, also was wir halt gern haben wollen und da zu schauen, wo gibt es denn das? Und es gibt auf Zypern einige Großhändler, die eben Dinge importieren von so gängigen Marken, die wir aus Deutschland und Österreich kennen, wie Denry zum Beispiel. Aber es ist halt dann auch wieder eine andere Geschichte, ob sie das dann auch wirklich haben, was man will und so. Und mittlerweile sind wir echt froh, dass wir einige Sachen eben auch selber importieren können von deutschen Großhändlern, die uns das herschicken. Wir haben sogar Sachen von einer kleinen Firma importiert, also das haben wir sogar mitgebracht. Dieser Nussaufstrich zum Beispiel, also der Haselherz-Schokoaufstrich, das ist eine kleinere Firma in Deutschland und wir wollten halt einen Aufstrich, der eben kein Palmfett enthält. Und das ist jetzt bei dem eben der Fall. Und dann haben wir mal angefragt und gesagt, ja, wie wäre das? Wir haben das gesehen, wir würden das gern in unserem Laden auf Zypern haben, ob das geht. Und im Anfang kriegt man dann halt immer so eine Antwort, was auf Zypern? Und so, ja, und müssen wir schauen und so. Und bis jetzt haben es eigentlich die meisten möglich gemacht, wo wir wirklich gern haben wollten, dass sie sagen, okay, ja, passt. Und auch wenn ihr ja nur eine kleine Menge nehmt, wir schicken euch das. Also wir stellen euch das zur Verfügung und das finden wir halt voll schön. Aber am Anfang war es natürlich herausfordernd, das alles zu organisieren. Ist es immer nur ab und zu, wenn Wünsche kommen, wo halt jetzt... Ja, wo gibt es jetzt die zum Beispiel? Lass mal ganz kurz hier über die Produkte sprechen, die ihr mitgebracht habt. Die mit den Zipfelmützen sind meine Favoriten. Ja. So, wer vegane Aufstriche, vegetarische Aufstriche kennt, der wird sie vielleicht auch kennen. Meerrettich-Apfelmischung, ja, super gut. Es ist mein Favorit. Schmeckt richtig, richtig klasse. Ja, und ja, sag vielleicht, die kenne ich auch noch. Hier, das sind Curry und Zucchini. Auch spitzenmäßig, habe ich gerade im Gebrauch im Kühlschrank stehen. Sagt zu den anderen Produkten nochmal was ihr da mitgebracht habt. Als erstes nochmal zu den Brotaufstrichen. Also das ist wirklich ein Highlight von uns. Also wir haben da die letzte Lieferung, die wir bekommen haben, die ist auch schon wieder weg. Es geht so schnell. Also da wollten wir uns bei dir bedanken, weil den Input hast du uns geliefert. Also die Steilvorlage, sagen wir mal so. Mensch, wollt ihr keine veganen Brotaufstriche machen? Ja, und wir haben dann gesagt, klar, schau mal, dass wir das eben mal umsetzen können. Und das war dann eben so. Und mittlerweile ist es auch so, dass es gab einen Kunden, der hat gesagt, er will unbedingt. Und von jeder Sorte 5 Stück. Und wir hatten ihm da 20 Sorten angeboten. Und er hat dann 100 Aufstriche genommen. Also das ist der Oberrenner. Und
Aus dem Grunde, wir wollten dir eben auch was mitbringen. Also es ist ein Geschenk von uns, also dieser Curry-Aufstrich von Alos. Ja, den haben wir dir mitgebracht und eben diesen Mäpfel, also Meerrettich und Apfel. I love it. Also die beiden haben wir für dich als Geschenk. Unbedingt ausprobieren. Vielen, vielen Dank. Kann man dann auch online bestellen. Also wir haben die Möglichkeit mit unserem Online-Shop. Sag ganz kurz mal die Webseite. Wo findet man euch? Die Webseite ist TC's Grocery. Und ja, .com und da haben wir eben die ganzen Produkte. Wir haben eben auch vor, das wird eben gerade überarbeitet, aber das ist dann bald fertig und dann werden wir unsere Angebote reinstellen und auch Rezepte. Also das ist auch so ein Ding, das die Carina auch gerne machen möchte, also Rezepte, wie man vegane Sachen eben auch zusammenstellt, also selber Aufstriche machen könnte oder ja, gewisse Kochrezepte, und da haben wir eben auch unsere Vorlieben und das wird man dann gern unseren Kunden und Interessenten da anbieten über den Online-Shop. Also wir haben geplant, dass wir auch einmal so eine Probierwoche anbieten, wo eben die Leute, was zu uns in den Laden kommen, das auch ausprobieren können und dann natürlich auch Vorbestellungen das machen kann, weil jetzt die Aufstriche zum Beispiel, das war ja von dir ein Wunsch, und die kommen jetzt wirklich aus Deutschland. Also da haben wir eine Firma gefunden in Deutschland, die eben die Aufstriche auch auf Zypern verschicken. Und deswegen ist es natürlich immer cool, wenn man dann eine Vorbestellung hat, weil, wie der Günther schon gesagt hat, wir haben erst kürzlich bestellt gehabt und das Regal ist eigentlich schon wieder leer und die Leute kommen dann so rein und so, ja, was ist da los? Und dann sagen wir, ja, ist so, also es ist exklusiv, ja, genau. Und was wir auch gerne noch vorstellen möchten, ist, was wir auch sehr exklusiv haben, sind eben die Räucherwaren von der Firma Berg. Und da hast du natürlich auch einen Input gegeben mit der Tibet-Line. Also das sind ja deine Lieblingsräucherstäbchen gewesen und ich habe die gar nicht gekannt und die haben wir jetzt natürlich auch im Laden und ich finde das voll faszinierend, weil mir das auch voll Freude bereitet, wenn ein Räucherstäbchen kein Holz in der Mitte hat, weil das dann den Geruch nicht so verfälscht. Und da bin ich echt dankbar, dass du uns das gesagt hast und wir das jetzt auch im Laden haben dürfen. Und ich habe jetzt auf der Insel eigentlich so noch nicht wirklich so Läden gefunden, wo es mega viele Räucherstäbchen oder so gibt oder so lose Räucher waren oder auch die... die Zubehördinge, also bei uns gibt es das dann auch. Wie setzt sich das Sortiment zusammen? Ich weiß, dass ihr auch Biokosmetik habt, dass ihr Räuchern, hast du gerade angesprochen. Also was habt ihr immer mittlerweile aktuell alles im Programm? Was plant ihr noch in den nächsten Wochen und Monaten mit reinzunehmen? Angefangen hat es natürlich hauptsächlich mit der veganen Lebensmittelversorgung für uns oder auch eben das Biomehl, weil viele Leute halt auch gern backen und die sind halt eben die Mehltypen gewohnt, was es in Deutschland und Österreich gibt, mit der Type 550, 1050 oder so. Und das gibt es da eigentlich nicht in dem Raum. Das ist dann Medium oder sonst irgendwie benannt und man weiß dann auch nicht recht, für was man das dann verwendet. Und bei uns kann man halt eben diese deutschen Produkte verwenden, wo man dann halt auch weiß, ja, ich nehme das 550er Mehl für das, Vollkorn nehme ich für das. Also am Anfang ist eigentlich hauptsächlich um die Lebensmittel gegangen, dass wir die da haben. Wir haben natürlich dann das mit den Räucherwaren integriert, weil wir einfach auch selber voll gern diese Produkte nutzen. Und eigentlich kann man sagen, so setzt sich unser Sortiment zusammen. Sachen, die wir gern benutzen, gibt es bei uns im Laden. Wenn jetzt Kunden kommen und einen Wunsch haben, die Sachen, die die gern benutzen gibt's und die, genau, die ihren Lebensstandard damit sich verbessern wollen, erhöhen wollen, dann schauen wir, dass wir es herbekommen und dann gibt es es auch bei uns im Laden. Also es erweitert sich eigentlich in diesem Maß, genau. Weil wir ja die Räucherwaren auch lieben, haben wir auch im Laden immer wieder mal ein Räucherstäbchen angezündet und dann kommen die Kunden rein und sagen, oh, bei euch riecht es wirklich lecker und gut und dann, also das animiert eben auch und das gibt eben gute Energie auch im Raum. Also da legen wir auch sehr viel Wert drauf, dass die Energie auch passt, auch, dass die Kunden eben auch entsprechend glücklich wieder kommen und gehen dürfen. Ja. Also das ist uns schon wichtig. Auch nochmal ein Highlight ist, dass wir von der Firma Wabo N, das ist eine österreichische Firma, das sind Nahrungsergänzungsmittel, also das hier ist ein Drink, ein Energy Drink, den konsumieren wir auch jeden Tag, also wir lieben das. Und hier Essential, also das kann man immer morgens einmal trinken. Und du kennst das ja, du hast das auch schon gehabt. Also das sind Nahrungsergänzungen. Gerade als Veganer darf man schon darauf achten, dass man Vitamine und Nährstoffe genügend zu sich nimmt. Und das ist uns eben auch sehr wichtig und das bieten wir auch den Kunden an.
Also das ist ganz toll, dass wir das herkriegen, weil wir hatten am Anfang das Problem mit der Lieferung. Also wir haben es über die Eltern immer herschicken lassen. Karina, ihre Mama, hat schon gesagt, sie ist irgendwie Versandhaus für uns. Also es war ganz nett und das sind dann schon auch Mengen, die wir dann anliefern. Ja. Und wir haben dann auch jetzt eine ganze Palette schon liefern lassen. Also das macht Vaboen jetzt für uns, liefern hier an. Und da sind wir auch stolz drauf, dass wir das direkt in den Laden jetzt auch herbekommen. Also das ist nicht einfach, das sind so Herausforderungen, die man halt immer wieder mal dann bekommt. Also ihr Lieben, ihr seht, egal was ihr an veganen oder Bioprodukten oder vegetarischen Produkten hier auf Zypern suchen solltet, ihr habt eine Quelle hier, ja, ihr habt einen Laden hier, könnt eure Wünsche äußern, auch wenn ihr schon hier lebt, ja, also es wird an euch an nichts mangeln, ja, sie machen es möglich, das kann ich bestätigen und das ist super toll. Ich mache das immer so, ich mache wie gesagt ein Foto, QR-Code, ja, damit es einfacher geht von der Logistik und dann wird es organisiert. Richtig toller Service, also ganz lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Jetzt aber nochmal, ihr wisst, ich möchte gerne einfach auch so beide Seiten aufzeigen. Gibt es irgendwas, was euch als Unternehmer auf Zypern bisher noch fehlt? Und wenn ja, was wäre das? Ein deutschsprachiger Großhandel, der uns die Produkte importiert, die wir gerne im Laden hätten, also das wäre natürlich top. Also wenn es da einen Unternehmer gibt, der sagt, hey, ich habe in Deutschland ein Unternehmen, ich importiere Sachen für Deutschland, ich bin Großhändler, der eben auch hochwertige Bioprodukte importiert und der sagt, ah, eigentlich möchte ich lieber in der Sonne leben. Also wir sind dankbar, wenn wir so jemanden haben, der dann, wo man halt dann auch drauf bauen kann, weil das ist ja manchmal die Mentalität in Zypern ist auch ein bisschen anders, an das gewöhnt man sich natürlich, nur wir sind, wenn wir dann drauf bauen können, dass der uns die Sachen auch wirklich besorgt, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie dann brauchen. Im Moment ist es allgemein wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber es ist halt zurzeit auch gerade die Herausforderung, unsere Waren, die wir gern haben wollen und die halt auch regelmäßig gekauft werden, wirklich auch regelmäßig wieder bekommen zu können von den zyprischen Großhändlern. Und genau, also wenn es jemanden gibt, der Unternehmer in Deutschland, Österreich, wo auch immer ist und sagt, okay, das ist eigentlich etwas, auf das habe ich voll Bock, ihr würdet gerne so einen Großhandel eröffnen. Wir freuen uns, mit dem zusammenarbeiten zu können. Also das sind natürlich so Sachen, gerade mit dem Liefern direkt zu uns an Bioladen. Wir haben uns da jetzt selber organisiert, indem wir uns einen Transit angeschafft haben, ja, also einen Kühlwagen, weil wir eben Kühlware haben und wir beziehen die meisten Sachen von unseren Zulieferern aus Nicosia. Die beliefern halt bis nach Limassol, manchmal auch bis Paphos, aber Polis ist halt eine Ecke, die wird halt selten beliefert. Ja. Es gibt welche, die eben dann noch zum Supermarkt nach Polis fahren und uns dann noch was vorbeibringen. Aber generell haben wir uns so vereinbart, dass wir bis Limassol fahren und dann eben unsere Ware da abholen. Also das wäre natürlich für uns unheimliche Hilfe, wenn es logistisch eine Möglichkeit gäbe, also die Sachen dann direkt zu unserem Laden zu bringen. Das wäre natürlich schon auch ein großer Wunsch für uns, also macht es nicht einfach. Vielleicht gibt es da genau jetzt den Richtigen, der gerade zuschaut und sagt, Mensch, den beiden können wir helfen und können die bio-vegane Versorgung in der Region Polis und Laci noch einfacher machen, ja, noch besser gestalten. Oder vielleicht auch ein Unternehmen aus Deutschland, wo sagt, hey, Großhändler, der zentral euch beliefern möchte. Ne? Super. Jetzt mal, wenn ich das Richtige rausgehört habe, war es eure erste Auswanderung für euch beide. Welche Tipps könnt ihr aus eurer persönlichen bisherigen Erfahrung als Unternehmer anderen Unternehmern, die jetzt gerade, ich sag mal, auf dem Sprung sind oder vielleicht generell darüber nachdenken, nach Zypern zu kommen, welche Erfahrungen könnt ihr solchen Unternehmern mitgeben? Ja, im Prinzip ist das jetzt relativ schwierig, weil wir in Deutschland und Österreich nur kein Unternehmen gehabt haben, sondern beide eigentlich in Firmen gearbeitet haben und mit unserem Unternehmen an sich ja jetzt nicht ausgewandert sind, sondern das ist dann alles da auf der Insel eigentlich entstanden. Also ist jetzt eigentlich recht schwierig, da diesbezüglich einen Tipp zu geben. Sich trauen, da mal irgendwie vorzustoßen, ja. Weil es ist ja, es gibt eben auch so eine Sache, wenn man es nicht selber macht, ja, dann macht es halt ein anderer. Und wenn man da eine Begabung hat oder ein Talent für irgendwas, dann darf man das auch nutzen. Also wir verbinden gerne Menschen und warum geht es, es geht halt optimal in so einem Bioladen auch, also da kommen Leute rein und teilweise kennen wir dann die Geschichten von den Leuten und wir wissen, oh der und der, das
passt ganz gut. Und dann haben wir eben auch schon Verbindungen geknüpft. Also eine ist, zum Beispiel, wenn ich es jetzt sagen darf, eine ist eine Yoga-Lehrerin und die andere hat halt gesagt, ja, sie wird gern mal irgendwie Yoga machen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, hier, die Denise. Und also red mal mit ihr und da ergibt sich bestimmt was. Und das sind eben so Orte der Begegnung von Menschen und das macht uns unheimlich viel Spaß. Und ja, einfach den Mut und eben die Lücke auszunutzen, wenn es irgendwo was nicht gibt und man irgendwie nicht richtig versorgt wird, ja, dann darf man sich selber dann da behelfen. Also das ist unser Tipp vielleicht für Unternehmer. Ja, das kann ich aus der täglichen Erfahrung und den Gesprächen mit unseren Klienten kann ich das absolut bestätigen. Also es gibt auch viele, die ja, ich sag mal, Jahrzehnte im Angestelltenverhältnis aktiv waren und sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ja, meine Leidenschaft, mein Hobby zum Beruf zu machen, ja, und ich springe ins kalte Wasser und ich mache was unter Umständen was völlig Neues, wie das bei euch gegangen ist. Und deshalb ist das Feedback, was ihr gegeben habt, unglaublich wertvoll, ja, so. Und sehe ich tagtäglich, ja, und wie du es so schön gesagt hast, wenn ich irgendwas suche, was ich nicht finde, ja, dann mach's doch selbst, ja, das bedeutet Unternehmer sein, ja, neue Lösungen, neue Dinge in die Welt zu bringen, ja, finde ich super, super klasse, ja, vielen Dank. Kurzes Feedback noch zu den Erfahrungen der Unternehmer-Community. Wie habt ihr die bisher wahrgenommen hier auf Zypern? Wir haben ja eine sehr starke, gewachsene Community, online wie offline. Wie sind da eure Erfahrungen bisher? Ja, also in der Facebook-Gruppe auf alle Fälle finde ich super, dass immer wieder eben so viele hilfreiche Tipps gegeben werden. Also man kann alles fragen, was man fragen will. Also das habe ich jetzt, wir haben das eigentlich jetzt nicht wirklich nutzen müssen bis jetzt, aber wir sind dankbar, dass es das gibt, weil wenn ich mir die Posts so anlese oder durchschaue, dann ist es einfach so, ja, es wird darauf geantwortet, es wird geholfen, es weiß immer irgendjemand irgendwas. Und wenn jetzt zum Beispiel, es waren ja manchmal schon Posts, wo jemand irgendwas Spezielles gesucht hat, und dann haben wir natürlich antworten können, ja, das gibt es bei uns im Laden, das könnt ihr bei uns bekommen und so. Und wir schicken es euch auch, also in der Republic of Cyprus, also im nördlichen Teil versenden wir nicht. Und ja, also ich finde, dass es eigentlich schönes Zusammenspiel auch ist und Hilfestellungen für alle. Diese Unternehmerstammtische, die du ja regelmäßig machst, finden wir auch toll, weil wir hören eben von Freunden, dass sie dort waren und dass man eben da auch Kontakte knüpfen kann und alles. Wir haben es auch mal versucht, wollten ja zu dir kommen, du hast uns ja eingeladen, vielen Dank nochmal. Hat leider nicht ganz geklappt, also vom Zeitlichen her. Und wir werden es auf jeden Fall nochmal nutzen. Also da kommen noch schöne Zeiten auf uns zu, wo sich's ergibt. Und ja, finden wir eben ganz toll, dass sich dann die Leute austauschen können bei so einem Stammtisch. Also es ist eine wunderbare Geschichte. Das Stammtisch geht mittlerweile ins fünfte Jahr hinein und kriegen immer wieder Anfragen und für viele ist es unglaublich wichtig, genauso wie du gesagt hast, sich mit Gleichgesinnten, die gleiche Sprache sprechen, auszutauschen, die vielleicht schon gerade hier sind oder auch den Schritt wagen wollen. Ja, so viele legen den Stammtisch um ihren Urlaub herum oder wenn sie erste Mal hier hinkommen, ja, dass sie den Stammtisch besuchen können. Also das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler und eine ganz wichtige Einrichtung geworden mittlerweile. Und auch fürs Business, ja. Also ich weiß von vielen, die ihr Business dadurch extrem aufgebaut haben und auch extrem expandieren konnten, ja, absolut. Genau, zum Abschluss würde mich nochmal interessieren, ihr habt jetzt beide anderthalb, fast zwei Jahre Zypern-Erfahrung. Wem würdet ihr eine Auswanderung nach Zypern unbedingt empfehlen? Wie ich vorhin schon gesagt habe, jemanden, der hier einen Großhandel eröffnen will, um Produkte zu importieren, also würde ich sehr empfehlen, weil das ist auch eine Lücke, wo auch dann eben, also ja, wo ich sage, mit der Genauigkeit auch, also wirklich zu schauen, da dran zu bleiben, den Kundenservice, also ich habe, wenn ich die Sachen für unseren Laden bestelle, jetzt bei unseren zyprischen Großhändlern, habe ich es halt auch mit dieser gechillten Haltung zu tun und schreibe ich ja E-Mail, kriege ich ja Antwort oder nicht? Sigar. Genau, und dann denke ich mir manchmal, bräuchte ich halt einfach eine Antwort. Und dann interessiert es mich eigentlich nicht, jetzt da fünfmal hinzuschreiben oder anzurufen, sondern ich bin es halt anders gewohnt. Und dass man halt einfach antwortet auf Fragen. Und wenn ich sogar schon reinschreibe, ich hätte gerne eine Antwort, dass dann ja halt eine Antwort kommt. Also wenn jemand auswandern will und da uns unterstützen will mit einem Großhandel, ich gehe davon aus, dass auch andere Bioläden hier auf der Insel sicher Interesse dran haben, wenn das dann halt da wirklich so läuft, wie es halt da für uns umsetzbar ist, also wie es halt angenehm ist auch.
Also ich kann auch jedem empfehlen, nach Zypern auszuwandern. Kommt in unseren Laden, kauft die exklusiven Bioprodukte und Organic. Also kann ich jedem empfehlen. Ist natürlich auch ein bisschen für uns ein Vorteil, wenn auch mehr deutschsprachige oder mehr Auswanderer kommen nach Zypern. Das ist natürlich immer schön. Ja. Man trifft neue Leute, lernt die kennen und auch die Lebensgeschichten und so. Also es ist alles sehr interessant. Und ja, Zypern ist eine schöne Insel. Es ist die Insel der Liebe. Es ist Meer. Wir haben wie viel? 300 Sonnentage? 320 Tage. 20. Die Marketing-Experten sagen 340. Ja, also 380 Tage Sonnenschein. Eine wunderschöne Insel und man kann hier alle Ecken erkunden und anschauen. Du weißt es selber. Ja. Es ist wirklich wunderschön und es ist noch Teil der EU, also das ist natürlich auch noch ein gewisser Vorteil, also das ist wunderbar. Und wir haben es nicht bereut, wir lieben die Insel. Zum Schluss noch ein, zwei persönliche Fragen. Was ist euer Warum? Was treibt euch an, morgens aufzustehen? Warum habt ihr einen Bioladen aufgemacht und nicht eine Kfz-Werkstatt? Also was ist das, was euch antreibt? Und wo seht ihr euch in 5 Jahren mit eurem Unternehmen? Dadurch, dass ich kein Autobastler bin, habe ich mir gedacht, mache ich lieber einen Bioladen auf. Mit Holz kenne ich mich besser aus. Also basteln tue ich gerne, aber halt eher mit Holz. Also es ist so, das Warum ist, wir stellen gerne zu Kunden zufrieden. Also diese Zufriedenheit, das ist immer schön, wenn man Leuten was bieten kann, auch dienen darf, ja. Und wenn jemand einen Wunsch hat und man kann den erfüllen. Also das treibt uns natürlich an, das ist das Warum. Und was halt auch schön ist, dass wir beide so gut zusammenspielen, das ist eben dieser weibliche und männliche Part, also für ein Geschäft ist es unheimlich von Vorteil. Der Mann treibt an, die Frau plant und organisiert alles im Hintergrund und gibt auch die Richtung vor, also diese Visionen, die wir haben, also das ist schon, wir wollen wachsen und von daher ist das natürlich unser Warum. Also, wird es weitere Bioläden geben? Ja, das haben wir vor. Also wenn der jetzt so gut durchschlägt, jetzt auch mit dem Interview, werden wir natürlich noch mehr Reichweite bekommen, denke ich. Das wird so sein. Also. Und mit dem Online-Shop, der jetzt anläuft, also haben wir auf jeden Fall eine Plattform, die das ermöglicht, dass wir noch eine Filiale oder mehr aufmachen können. Also das ist so unsere Vision für die nächsten 5 bis 10 Jahre, die wir halt planen, uns da zu vergrößern. Es ist auch so ein Traum, dass das auch irgendwie Begegnungsorte sein können. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Laden auch eine Couch drinnen stehen, weil wenn jetzt sich da jemand einmal unterhalten will über irgendetwas, dann voll gern. Also dann kann man da reden über die Dinge. Und wenn halt die Läden dann, also unser Laden ist ja jetzt nur recht klein, aber wenn die dann auch größer sein und vielleicht auch einen Raum haben, wo man dann einen Begegnungsort schaffen kann für Menschen, die ausgewandert sind oder für Menschen, die nur vorhaben auszuwandern. Und dann können sie sich auch noch eindecken mit gesunden Lebensmitteln und das alles mitnehmen. Also das ist irgendwie so ein Traum, eine Vision, die eben in den nächsten 5 bis 10 Jahren sicher realisierbar ist. Also ich drücke euch auf jeden Fall beide Daumen, dass ihr gesund und in eurer Geschwindigkeit wächst, ja, dass eure Träume erfüllt werden. Und erst nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr beide hier wart und dass ihr den Bioladen, einen deutschen geführten Bioladen nach Zypern gebracht habt. Ist noch unique, ganz neu. Und bei uns haben die Gäste das letzte Wort. Ihr dürft den Zuschauern ja noch was mit auf den Weg geben, was euch am Herzen liegt, zum Thema Auswandern, zum Thema Firmengründung, Unternehmertum, was auch immer euch wichtig ist. Was uns persönlich sehr wichtig ist, ist einfach auch Danke zu sagen. Und das möchten wir jetzt an dieser Stelle nur machen. Also wir möchten uns voll gern bei dir bedanken, dass du uns eingeladen hast, dass du uns immer wieder unterstützt, dass du uns weiterempfiehlst. Es kommen Kunden, die sagen, ja, der Stefan hat uns gesagt, kommen zu uns, gehen zum Einkaufen. Dass du auch deine Produktvorschläge bringst. Und wie gesagt, also die Aufstriche sind der Oberrenner. Und also vielen Dank dafür einmal an dich. Natürlich möchten wir uns auch bei unseren Kunden bedanken, die regelmäßig zu uns in den Bioladen kommen, die uns ihr Vertrauen schenken und die uns halt auch damit unterstützen. Weiterhin wollen wir uns auch bedanken bei unseren Freunden Anja und Martin. Martin ist der Bruder von der Carina und sie haben eben auch die Visionen gehabt und auch die Idee, dass wir auch einen Bioladen dann selber eben aufmachen, also dass wir das machen, damit wir versorgt werden mit den Bioprodukten und wir haben es dann umgesetzt. Also das ist eben wunderschön und das Ganze zu sehen, da sind wir Ihnen sehr dankbar. Und auch Manuel, der
eben auch schon ein Interview bei dir hat. Und Manuela, Sie haben Obst und Gemüse, das eben chemisch nicht behandelt wurde und pestizidfrei ist. Und wir hatten eben auch bei uns im Laden Gemüse. Wir wollten das auch von Ihnen beziehen, aber im Laden selber haben wir nicht die Möglichkeit, alles ausreichend zu kühlen. Also da ist es eben kaputt gegangen. Und dann ist die Idee entstanden mit den beiden, dass wir eine Gemüsekiste eben machen. Und teilweise werden die Gemüsekisten bei uns im Bioladen gelagert, bis die Leute die abholen, also an einem bestimmten Tag natürlich. Und teilweise fährt er die auch nach Hause. Also das ist wunderbar, diese Kooperation mit Ihnen, mit unseren Freunden. Da wollten wir uns auch sehr bedanken, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben. Also das macht schon Spaß. Und den Zuhörern oder ja, allen, die das Interview jetzt sehen, kommt einfach auf die Insel, es ist wunderschön und es rentiert sich auf jeden Fall, hier auszuwandern. Also. Wir haben noch eine Überraschung für euren Online-Store. Da gibt es noch was Besonderes. Magst du das noch ganz kurz zum Schluss erklären? Also wir möchten allen, die eben das Interview jetzt gesehen haben, anbieten, dass sie bei uns im Online-Shop was bestellen können. Und da gibt es dann auch einen Rabatt von 10%. Und der Rabattcode, der wird dann in der Videobeschreibung angezeigt werden. Genau. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich drücke euch die Daumen. Ich brauche nicht die Daumen drücken. Ich weiß, dass euer Konzept aufgeht. Ihr habt immer wieder neue Kunden da. Es spricht sich rum. Ihr macht einen sensationellen Service. Also Customer Happiness ist bei euch ganz, ganz groß. Das kann ich bestätigen. Und vielen Dank, dass es euch gibt und dass ihr hier wart. Danke.